In diesem Video wollen wir Ihnen einmal den Betrieb Rengsdorf in Varel-Rotenhahn vorstellen. Hier wird die Schweinezucht bereits in der dritten Generation mit Herzblut betrieben. Das Zufüttern mit festem Futter über Trogschalen erleichtert den Ferkel später die Futteraufnahme in der Ferkelaufzucht. Der Bügel in der Abferkelbucht, in der sich die Sau für ca. 3 bis 4 Wochen befindet, sorgt dafür, dass die Ferkel geschützt werden, wenn die Sau sich ablegt. Hier sehen wir neugeborene Ferkel, die sich nach der Abferkelung sehr schnell in den warmen Bereich unter der Abdeckung zurückziehen. Eine gezielte Zuluftführung über Lochplatten sorgt dafür, dass für die Ferkel keine Zugluft entsteht, die Sau jedoch genügend Sauerstoff bekommt. Große Fensterflächen im Stall sorgen für ausreichend Licht, dass sich nicht nur die Tiere wohlfühlen, sondern auch die Familie Rengsdorf im Stall gerne arbeitet. Hektik kommt in diesem Stall in der Regel nur dann auf, wenn sich die Ferkel streiten um die Zitzen der Sau.
Dieses Ferkel hier fühlt sich nun besonders vernachlässigt und versucht es mit einer völlig neuen Taktik. Wie Sie sehen, mit Erfolg. Auch an den Zusatztrögen kann es hin und wieder schon mal Streit um das feste Futter geben. Im ebenso hellen wie sauberen Wartebereich haben die Sauen die Möglichkeit, sich in eigens dafür angefertigte Kastenstände zurückzuziehen. Diese Kastenstände können Sie selbsttätig betreten und auch wieder verlassen und haben dort Ruhe zum Liegen und zum Fressen und werden von den anderen Sauen nicht gestört. Eine Unterspaltenabsaugung sorgt auch hier, genau wie im Abferkelstall, für gutes Klima. Lochplattenkanäle im Kopfbereich der Sauen sorgen dafür, dass die Zuluft gezielt zu den Sauen geleitet wird. Auch im Deckzentrum ein ähnlich helles Bild. Die Zuluft kommt ebenfalls über Lochplattenkanäle im Kopfbereich der Sau. Die Abluft wird unterspalten abgesaugt. Das sorgt für weniger Schadstoffe im Stall und mehr Halt für die Sauen auf den trockeneren Spalten. Um mit den Energieressourcen sorgsam umzugehen, hat Familie Rengstorp auch diesen Stall wie alle ihre Ställe mit einem Wärmerückgewinnungssystem ausgestattet. Gleichzeitig stellen sie damit sicher, dass immer genügend Luftwechsel in den Betrieb gefahren wird und für die Tiere ein optimales Stallklima sichergestellt ist. Aufgrund des hohen Rückgewinnungsgrads der HDT-Wirbelstromwärmetauscher ist es möglich, den gesamten Sauenstall mit 500 produzierenden Sauen mit nur 28 kW Brennwertgerät zu beheizen. Um diese geringen Energieverbräuche zu ermöglichen, ist es natürlich erforderlich, eine vorherige hydraulische Berechnung des gesamten Warmwasserkreislaufs durchzuführen. Heizkreisverteiler und Mischer, die über die Regelcomputer gesteuert werden, sorgen für einen optimalen Ablauf der Regelung. Guck mal.
Moderne HDT, LC4 Regeltechnik mit einer Windows-Oberfläche und einer industriellen SBS-Steuerung sorgen für einen reibungslosen, energiesparenden Ablauf aller Regelprozesse. Am großen 21 Zoll Windows-Monitor kann sich Familie Rengsdorf bzw. die Mitarbeiter jederzeit über die Temperaturverläufe, Luftraten und alle Zustände innerhalb der Anlage informieren und sicherstellen, dass es den Tieren gut geht. Nach komfortabler Bedienung auf der Windows-Oberfläche erfolgt die Übertragung in die SBS-Steuerung. Selbstverständlich ist auch die Bedienung über ein Smartphone jederzeit möglich. Alle Vorteile, die Windows bietet, bietet auch die LC4 von HDT. Zu einem modernen Stall gehört natürlich auch ein gemütlicher Aufenthaltsraum. Sehen wir nochmal den Hygienebereich und wie gesagt 28 kW für 500 Sauen. Möglich ist das Ganze natürlich nur mit... Richtig. Auch in diesem Bereich wird mittels Wärmebildkamera geprüft, ob ausreichend Wärme im Tierbereich vorhanden ist. Die Tiere sollen sich schließlich wohlfühlen. Das Überprüfen der Luftfeuchtigkeit gehört ebenfalls dazu. Trockene Luft und zu feuchte Luft sind nicht gut für die Tiere. Eine Flüssigfütterung sorgt hier für ausreichend Futterversorgung und ausreichend Fressplätze für alle Tiere. Computergesteuerte Gasstrahler sorgen für ausreichend Wärme in der Liegezone der Ferkel auf dem Bioross. Eine Unterspaltenabsaugung, wie wir sie hier im Bild sehen, kann auch nachträglich für die Ferkelaufzucht eingebaut werden. Sie sorgt für wesentlich trockenere Spalten, weniger Energieverlust für die Tiere und bessere Luftqualität. Die Lochplatten, Zuluftkanäle runden das ganze System ab. Auch Erhard ist unserer Meinung, dieses System ist das optimale System in der Ferkelaufzucht. Auch für die älteren Ferkel bleibt kurz vorm Ausstallen noch genügend Platz in den Buchten, damit sie sich ausreichend bewegen können. In den hellen Stellen fühlen sich die Tiere sichtbar wohl, die Unterflurabsaugung sorgt für trockene Böden und saubere Tiere. Diese
Diese Ferkel fühlen sich sichtbar wohl, egal in welcher Altersgruppe. Hier sehen wir die Motorregler, über die der Klimacomputer die Nestzone auch für die Ferkelaufzuchtabteile regelt. Auch hier sorgt eine moderne HDT-LC4-Anlage dafür, dass alle Bereiche für die Ferkelaufzucht optimal geregelt werden und die Tiere sich wohlfühlen. Mit dem Umbau der Altanlage in neue Ferkelaufzuchtabteile wurde das System auch mit einer Abluftreinigung und natürlich mit einem Wärmetauscher ausgestattet. Hier im Bild die zwei Ventilatoren, die die zurückgewonnene Wärme zurückbringen in den Stall. Familie Rengsdorf hat seine Anlage zusätzlich mit einem HDT-Wärmetauscher im Hintergrund zur Rückgewinnung der Energie ausgestattet und im Vordergrund einen Defree-Wäscher installiert, der für saubere Abluft sorgt. Beide Systeme sind miteinander kombiniert worden. Familie Rengsdorf sind Landwirte mit Leidenschaft. Man merkt es auch hier im Gespräch mit Gästen auf der Einweihung des neuen Stalles. Gruppenhaltung haben wir es dann überlegt, ob es funktioniert, ob es nicht funktioniert, ob man es umbauen kann und sind zum Entschluss gekommen, in den alten Ställen ist es im Grunde genommen nicht möglich, das so umzubauen für 2013, dass man das vernünftig, auch arbeitswirtschaftlich hinkriegt. Hier gibt es die zweite Möglichkeit, mit der Samenhaltung aufhören. Das wird auch im Moment viel gemacht. Kam für uns nicht in Frage. Dann blieb nur noch der dritte Schritt. Der Neubau, ja, auf dem Acker. So, da haben wir uns im Grunde genommen dafür entschieden und haben das jetzt zustande gebracht.